Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Das ist jetzt der zweite Teil. Angefangen habe ich im Campo International gegenüber vom Ocean Park, was es da zu berichten gibt, gleich. Aber jetzt erstmal, wo wir hier sind. Wir sind hier an dem meist fotografiertesten Ziel auf Gran Canaria, nämlich die Dünen von Maspalomas. Das ist das häufigste Ziel bzw. Fotomotiv, nicht der Leuchtturm der Faro. Es ist ganz ruhig, wir haben auch keinen fliegenden Sand, sonst wäre ich auch nicht hier. So, starten hier und jetzt geht es dann gleich anschließend zurück in den Campo International Maspalomas zum Ocean Park. Was euch dann erwartet, die Reise hierher unterwegs mit ein paar Angaben, Hotels, Informationen. Ja, und dann das aktuelle Wetter seht ihr ja, da muss ich nicht viel berichten. So, und jetzt freut euch auf eine Ankündigung für das Oktoberfest im Ocean Park. Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 9. September 2024 beginnen im Campo International. Und zwar, wo sind wir hier? Genau gegenüber vom Ocean Park. Der ein oder andere kennt ihn noch aus der Gründerzeit. Ja, und im Ocean Park, da hat sich natürlich viel verändert. Da werden Veranstaltungen abgehalten, Events, da kann man auch feiern, Geburtstage, und es gibt hier auch was Besonderes, ein Oktoberfest. Wir haben ja schon mal kurz drüber berichtet, hier im Vorbeifahren. Ich werde euch dann auch zeigen, wo das hier genau ist, wie man auch hierher kommt, und das Interview, ja, das Interview mit dem Organisator, das werdet ihr in den kommenden Tagen sehen. Also, wir machen so eine Vorankündigung, Oktoberfest im Ocean Park, was liegt näher, bei dem schönen Wetter das Oktoberfest draußen zu feiern. So, und hier habe ich ihn. Hallo und guten Tag. Hallo Harry, hallo Zuschauer. Mit wem spreche ich denn? Ich bin der Dominik. Ich bin seit 2 Jahren hier auf der Insel. Habe eigentlich mit dem Oktoberfest überhaupt nichts zu tun gehabt, außer dass ich Besucher war. Wurde aber dann doch durch einige Kontakte, weil ich fand es schade, dass das im Maritim nicht mehr stattgefunden hat, kam ich dann in dieses Gremium hier rein, kannst du uns nicht helfen? Und du hast ja gesagt. Das zu organisieren, jawohl, da bin ich dabei. Gut, und das werden wir jetzt besprechen und wir zeigen euch dann in den kommenden Tagen. Früh werdet ihr das Interview sehen. Wir sind natürlich alle froh, dass es hier auch ein bisschen Abwechslung gibt. Weil Paella haben wir haben hier die Tapas, wir haben die Sangria und wir haben Tropical. Und ja, wir freuen uns auf das Oktoberfest. Ich sage jetzt erstmal der erste Teil und jetzt geht's weiter nach Playa. Und zum besseren Verständnis zeige ich euch jetzt nochmal, wo wir hier sind. Und zwar hier direkt an der Straße, die nach oben führt, nach Playa de Ingles. Und hier vorne geht's zum Riesenrad. Da vorne geht es zum Riesenrad und hier gleich nochmal genau die Richtung. Hier nach rechts geht es zum Ocean Park. Hier rein und hier seid ihr richtig. Hier wird also das Oktoberfest stattfinden und hat Möglichkeiten, also bis zu 800 Personen können hier theoretisch unterkommen an 3 Wochenenden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und wenn jemand mit dem Bus kommt, dann kann er da ein- oder aussteigen. Einmal hier in die eine Richtung und da vorne in die andere Richtung. So, das war's jetzt und jetzt gehen wir ein bisschen auf Reisen. Ja, für ein bisschen Abwechslung und Spaß werden die Leute schon sorgen. Wichtig ist natürlich, dass das Publikum dazu passt, ein bisschen lustige Menschen mit dabei sind. Und beim Oktoberfest ist es ja immer ein bisschen, ich sage mal, feuchtfröhlich. So, wir fahren jetzt hier den Berg hoch nach Playa de Ingles, der Aussichtspunkt. Und ja, dann schauen wir mal, was der Wind wieder angerichtet hat, welchen Schaden wir genommen haben am Weg, am Paseo, wie es heißt.
Und da fährt man am besten zum Hotel Santa Monica, denn da hat man immer den besten Überblick. Und vor allen Dingen, man ist dem Sand noch nicht so nahe und noch nicht ausgesetzt. So, den habe ich ganz clever überholt hier mit seinem E-Bike. Ja, Temperatur noch 30, 32 Grad zeigt das Thermometer hier an. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, nochmals der Aufruf bayerischer Musiker, wenn jemand bayerische Musik machen kann oder jemanden kennt, der kann sich gerne bei mir melden, dann gebe ich das weiter. So, im Herzen von Playa gegenüber vom Servatur Don Miguel, Barbacan, das Hotel hier, vor uns das Apartamentos Roque Nublo. Und hier rechts das Apartment des Tanife. So, wir sind hier auf der Avenida Tirajana und fahren jetzt Richtung Rio Palas. Wir fahren jetzt da vorne beim Rüdiger vorbei, das heißt Rainbow Showtheater eigentlich. Der wird auch was mit dem Oktoberfest zu tun haben, nämlich in puncto Essensvorbereitung. Hier Las Camellias. Das gute Selbstbedienungsrestaurant. So, und hier links, da ist er zu Hause, der Rüdiger mit seinem Restaurant Rainbow. Ich zeig's euch jetzt gleich mal hier von oben. Hier könnt ihr direkt sozusagen reingucken in den Poolbereich, in den Garten. Und da unten ist er. Ja, spazieren gehen, das wäre auch jetzt eigentlich meine Aufgabe. Ein bisschen mehr. Ich meine, ich bewege mich auf dem Fahrrad, aber noch besser, noch lieber wäre mir das Spazieren gehen. So, und da vorne, ja, ist wieder das Principado. Gefragt wurde ich, Biarritz, ob man das empfehlen kann. Ja, also ich kann es empfehlen, da vorne die Bungalows Biarritz. Die Gäste, die ich bis jetzt gesprochen habe, die waren alle zufrieden. Schöner großer Garten, schön angelegt. Also ich finde, man kann auch, ich habe mal gefragt an der Rezeption, natürlich sich das ansehen, wenn man möchte, als Gast. Cordial Biarritz. So, da hätte ich ihn auch nicht vorbeilassen brauchen, aber wer weiß das. Die müssen arbeiten, die Busfahrer. Die haben es hart genug und denen muss man die Möglichkeit geben. So, wir fahren heute nicht, jedenfalls jetzt noch nicht hier lang. Nein, Dragon Club 2, auch eine gute Adresse, schöne private Bungalows. Dragon Club 1, der Zweier ist woanders.
Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich möchte dann ein bisschen Werbung machen für den Freitag um 16 Uhr. Mit und ohne Kamera können wir uns ein bisschen unterhalten, kennenlernen, wiedersehen. Ich habe schon einige Gäste, die sich angesagt haben. Und dann gibt es am Donnerstag Treffpunkt beim Lucky auf der Terrasse 80er, 90er, Petrus Terrasse. Ich hänge die Facebook-Seite mit dabei und da wisst ihr dann alles. Da müsst ihr dann drauf anklicken. In der Beschreibung unten drunter geht ihr dann ganz einfach auf Petrus Terrasse. Und dann beim Danubio ist das in der Nähe vom Hotel Parque Tropical. Das geht los ab 18 Uhr. Wir werden so ab 20, 21 Uhr werden wir da sein. Können wir uns auch ein bisschen unterhalten, auch kennenlernen. So, jetzt hier an der Apotheke vorbei mit dem freundlichen Service und ja auch der deutschen Sprache beziehungsweise auch dem angeschlossenen Labor, wenn jemand hier als Langzeiturlauber mal was testen lassen muss, möchte. Und jetzt hier wieder einer der schönsten Ausblicke. Hotel Santa Monica. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Sandsturm gestern oder der Sturm gestern angerichtet hat. Ja, das ist richtig schön jetzt hier auch von der Luft her. Kommt leichter Wind, leichte Brise entgegen. Hier bei den Bungalows Doña Rosa könnt ihr auch gucken, ist auch sehr, sehr beliebt. Ja, und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo die meisten Fotos gemacht werden auf der Insel. Nicht am Leuchtturm, habe ich. Ich hätte gesagt am Faro de Maspalomas. Nein, die Dünen von Maspalomas, die sind noch häufiger Fotomotiv. Absolute Ruhe hier, ist das schön. Ja, heute gibt es von allem etwas. Heute gibt es einen Kessel Buntes. Absolute geniale Sicht heute. So ein bisschen können wir ja reinspitzen hier in den Garten vom Hotel Santa Monica. Hier der Blick rüber nach San Agustin bis fast nach Bahia Feliz. Ja, da hält man den Atem an hier. So, ich habe mir gedacht, wenn es windet, kann ich hier nicht lang gehen. Aber ich glaube, ich werde es riskieren. Weil der Weg dann durchs Hotel zurück. Entschädigt für vieles. So, und da vorne. Da ist der Parkplatz vom Anexo Dos, vom Stadtstrand Playa de Ingles.
Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann da parken. Ja, was für ein schöner Blick hier, oder? Hast du schon wieder vergessen? Ja, was soll ich sagen? Schön hier. Also Playa de Ingles werde ich auch häufiger ansteuern, auch mal einen Strand wieder runter, denn es kommt gut an bei den Gästen. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg mit dem Fahrrad, dass ihr auch mal seht, wie das Ganze ausschaut. So ist das hier aufgebaut und harmonisiert mit meiner Pocket-Kamera wunderbar. Die beiden sprechen sich dann auch zeitlich ab. Das heißt, wenn ich die hochlade, dann wissen beide Kameras, welches Video zuerst kam. Weiter geht's. Ja, immer an der Mauer entlang. Ja, das Video, dieses Wettervideo von heute Morgen, das ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Oft kommt man nicht in die Gelegenheit, solche Wetterphänomene zu berichten oder zu sehen. Und dann kam ein Kommentar, der sagte, ich hätte doch lieber mit dem Kanu fahren sollen. Ja, also ich freue mich natürlich, dass auch euch dieses Wettervideo gefallen hat, das was außer der Reihe war. Und ich bin jetzt hier auch unterwegs und habe mir gedacht, der Weg ist voll Sand, ich kann hier kaum laufen. Aber so schlimm war der Sturm hier nicht, er war mehr, also Maspalomas war es, noch ein bisschen schlimmer. Hier liegt schon Sand, aber jetzt nicht diese Massen, wie wir sie hier schon mal hatten, dass man hier nicht mehr durchkam. Ich setze mich mal jetzt aufs Fahrrad und schau mal, ob man das auch. Ja, hier seht ihr deutlich wieder, wie hoch die Dünen sind. Ich würde mal sagen, 2 Meter, 3 Meter über dem Weg. Also das ist schon was hier. So, da ist kein Meerblick mehr. Nein, da ist der Meerblick weg. Oh ja, der Kleine hat Hunger, hat er mir vorhin gesagt, im Vorbeigehen. Der hat Hunger, der hat aber einen Beefy gegessen, einen Mini-Salami. Das hat er aber vergessen, hat er gesagt. So, und jetzt kommt die Attraktion des Weges hier. Die Attraktion ist die versunkenen Laternen. Das ist auch sowas, was in die Geschichte eingehen wird. Was ihr hier seht, das ist die Spitze. Das ist die Spitze der Laternen hier. Das ist, ja, ich schätze mal gerade noch so 80, 90 Zentimeter oder einen Meter über Dünen. Ja, und dieser Weg ist jetzt eigentlich nicht zu gehen, zu laufen, zu fahren, sondern hier ist Ende, Wegende, ich zeige es euch gleich. Ja, Attraktion hier ist wie immer die versunkenen Laternen. Also hier sind gerade welche mit dem Fahrrad, die haben versucht, das war richtig schwer jetzt hier, das Fahrrad zu schieben bzw. hier über den Sand zu kriegen und dann nach unten, das war fast nicht möglich. Und das ist natürlich das Fotomotiv jetzt hier.
Jetzt sagt er, stell dich doch mal dahin oder ich stelle mich an die. Und dann haben wir ja die Höhe 1,50 ungefähr, schauen Sie noch raus. Das ist das Fotomotiv. Genau. Ja, das ist das Bild der Stunde. So sieht's aus. Der Weg ist furt. Hier nochmal deutlich zu sehen. Es ist auch leichte Sandverwehungen hier. Ganz leichter Wind kommt jetzt hier auch von rechts. Also ich werde mich jetzt auch hier verabschieden. Rio Palas Maspalomas und Rio Palas Meloneras. Das könnt ihr euch bei Conny Canarias anschauen. Das zweite Video ist schon draußen oder kommt die Tage, die Stunden. Also Hotelbesichtigung, die Dokumentation vom Hotel Rio Palas. Meine Videos, die kommen ein bisschen später. Die werdet ihr später sehen. So, kein Durchkommen am Strandweg, jedenfalls nicht mit dem Fahrrad. Und deswegen geht es hier jetzt zu Fuß zum Weg. Eigentlich steigt man hier ab. Aber diese Menschen fahren da durch. So, und hier, Salut. Also immer wieder ein schönes Gefühl, hier vorbeizulaufen, durchzugehen. Ortsunkundige, die wissen nicht, dass der Weg öffentlich ist. Also der ist für die Allgemeinheit. Tja, das ist der richtige, schöne Abschluss heute hier. Der Minimarkt hier auch gut für einen Stopp Kaffee-Eis, auch eine Flasche Bier oder Wasser, Limo, was auch immer. Ist immer gut besucht, gute Qualität und noch zum guten Preis. Unser Musiker ist auch wieder da. Also, was soll's hier? Kann man richtig auch ein bisschen abschalten bei Live-Musik. Ist das nicht schön? Sowas ist doch schöner. Videoende, Videoabschluss. Ja, hier gibt es ja immer riesen Diskussionen, weil Leute einfach rüberlaufen, obwohl es abgesperrt ist, die Wege hier gekennzeichnet sind.
aber es nützt nichts. Irgendwann mal, ich hoffe nicht so bald, wird das hier zu sein. Da bin ich fast überzeugt davon. So, schaut euch an, das ist der Blick jetzt hier über die Dünen mit dem schönsten Fotomotiv. Ja, schöner kann man keine Fotos machen. Und man sieht auch heute ganz wenig Menschen. Man sieht hier überhaupt keine in den Dünen. Vielleicht hat es ja doch etwas gebracht. Die Aufklärung. Boah, da ist einer mit seinem Skateboard. Ich denke mir, der fällt was um. So, hier vorne an der Tafel sind die Wege markiert, die man benutzen darf, die verschiedenen Möglichkeiten, die Dünen zu durchqueren. Und daran sollte man sich halten. So, weiter geht's nach der kleinen Rundreise hier. Ja, ich freue mich immer selber, wenn ich hier sein kann und das sehe. Und ich weiß auch, wie der Umbau hier war. Was war das für eine Baustelle? Aber alles gut, alles neu. Ja, viele von euch sind den Weg schon gegangen hier. Ja, und da möchte ich mich auch schon so langsam verabschieden mit der Realität für heute. Und sage schon mal, bis morgen. Morgen früh gibt es das Jumbo Center. Und übermorgen gehen wir zu den Kamelen. Oder das Interview von heute Mittag, Ocean Park, Oktoberfest. So, mit dem Blick auf die Berge sage ich hasta luego, macht's gut und bis morgen.